Hallo und herzlich willkommen zu MudRunner, einem, ja, wie soll man es beschreiben, einem Offroad-Truck-Auto-Dingens-Spiel. Und es hat mit Autos zu tun und ich kenne mich mit Autos nicht aus, also werde ich wahrscheinlich auf höchstem Niveau verkacken. Aber ich dachte mir einfach mal, ich habe das vor, keine Ahnung, einem halben Jahr mal im Epic Games Store gratis bekommen. Gibt auch mittlerweile einen Nachfolger, SnowRunner, aber ich habe keinen Bock, 40 Euro dafür auszugeben. Und ja, wir schauen einfach mal in ein Video rein. Und ich sollte mal die Handbremse lösen. So, ja, unsere Aufgabe ist es jetzt, das steht da auch oben rechts. Wir müssen einen Anhänger abholen und wir müssen ihn auch transportieren. Und das ist jetzt quasi unsere Navigationskarte. Ich habe die noch nie bedient, Leute. Muss ich sagen. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Wähle Truck und Fangknoten aus der Karte aus. Oh Gott. Okay. Okay, also muss ich jetzt einfach hier gucken, wie ich fahren muss. Ja, ich muss dann halt irgendwann auf der Autobahn rechts, ne? Okay. Kriegen wir schon hin. Die Navigationsroute... Oh Gott! Die Navigationsroute ist auch... Oh nein, oh Gott! Die Navigationsroute ist auch während der Fahrt sichtbar. Folge ihr, um den Anhänger zu finden. Zu finden? Wurde mir nicht gesagt, wo der ist. Oh, okay. Die Distanz war kürzer. Oh Gott! Kürzer, als ich gedacht hatte. Und hier beginnt jetzt auch der Offroad-Teil. Und da leuchtet irgendein Teil von unserem Truck. Was ist damit? Geht das kaputt? Zurückgelegt 200 Meter? Oh oh. Müssen wir eine Winde anbringen? Zieh die Winde. Zieh Winde. Warum bin ich angestrengt? Ich muss nur eine Taste gedrückt halten. Naja, zwei, um richtig effizient zu sein. So, dann mal die Winde lösen und einfach weiterfahren. Das hat doch ganz gut funktioniert und wow, diese Reifen sehen mit den Schutz auf jeden Fall sehr authentisch aus. Ich komme, Anhänger. Warte nur kurz. Oh, was ist jetzt passiert? Allrad und die ganze andere Scheiße scheint er nicht zu haben. Müssen wir wieder eine Winde anbringen? Scheinbar. Das Teil scheint man echt oft zu brauchen. Oder ich bin einfach nur schlecht. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder dieser Truck ist einfach nur schlecht. Zieh! Was ist denn mit der Spur los? Ach so, okay, wir springen jetzt einfach über den Baum, ne? Was auch sonst. Leute, wir sind fast am Ziel. Gott, bremsen! Positioniere deinen Truck so, dass du den Anhänger ankommst. Oh nein. Scheiße. Ah, ist das gut genug positioniert? Weiß ich nicht, offenbar nicht. Wie genau muss das denn sein? Ja. Ja, geht doch. Huh. Winde anbringen? Motor abstellen. Soll ich denn eine Winde anbringen? Hä? Ankoppeln. Ah, geht doch. So, wo müssen wir jetzt hin? Oh Gott. Ja. Gott, wie mache ich denn das jetzt? Fahrtknoten hinzufügen? Nein, doch nicht da. Ah! Hilfe! Was tue ich hier? Da. Ja. Okay. Ich hoffe, wir werden jetzt eingeführt. Oh, es gibt eine Ego-Perspektive. Und sogar ein schlechtes Personenmodell. Oh Gott. Ich habe so das Gefühl, wir kommen nicht so gut voran. Warum verlangt das Spiel von mir in die Fahrerhauskammer zu gehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fahre mal hier lang. Einfach hier lang fahren. Für das Spiel braucht man ein bisschen Geduld. Ich denke, es wäre was für Livestreams. Also falls euch das Video gefällt, dann lasst es mich wissen. Vielleicht kann ich das Game dann ja auch mal streamen. Okay, immerhin wird mir von diesem Strich die grobe Richtung angezeigt. Aber wäre schön, wenn er auch den Straßenweg anzeigen würde. Will der denn jetzt hier eine Winde anbringen, Junge? Keine sichtbaren Windepunkte. Winde verbunden. Okay, jetzt zieht er mich aber auch nur in den Dreck rein. Das ist eher so suboptimal. Und weiterfahren. Ich bin nur froh, dass das nicht mein Job ist. Warum fährt hier eigentlich kein anderes Auto? So, ich fahre natürlich auf der falschen Spur. Aber hier ist ja auch niemand. Also. Oh Gott. Nicht schlimm. Bonusziel gescheitert. Fahre nicht auf der Gegenfahrbahn. Nicht mal sowas kriege ich hin. Oh Gott. Okay, diese Map ist kleiner, als ich gedacht habe. Oh Gott.
Schnell bremsen und lenken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich bin zu schnell. Ah! Genau, es ist dann aus der Ego-Perspektive raus. Wie ich hier über die Straße schlittere. Wo muss ich denn hier rechts? Ach du Scheiße, der fährt ja weiter, wenn ich auf der Karte bin. Okay, gleich muss ich dann links. Full Speed! Nicht Full Speed. Warum gehe ich die ganze Zeit aus dieser Kamera raus? Oh Gott, wie traurig sieht das denn hier aus? Oh Gott, das ist ja fast schon gruselig. Warum erinnert mich das an Tschernobyl? Ah, ich soll das ins Haus liefern. Okay. Okay, ich glaube, ich kann noch mal einmal rumfahren. Ich bin nämlich definitiv zu faul umzudrehen. Ja, ist aber wirklich eigentlich entspannt. La la la. Oh, ein anderer Truck. Schnell lenken. Schnell. Schnell, 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 schnell. Und wo ist der Zielort? Sorry. Ja, soweit ich weiß, können wir nämlich auch die Trucks wechseln. Aber die haben dann natürlich den Anhänger nicht. Anhänger lösen, Truck wechseln. Ist denn dieser Challenge nicht erlaubt? Okay. Warum stehen die dann hier überall rum? War ich überhaupt richtig? Ja, tue ich. Hier direkt rechts? Nein, hier nicht direkt rechts. Ist gar nicht mal ein angezeigter Weg. Okay, ist das jetzt das Ende der Challenge oder holen wir erst hier die Fracht ab? Rangiere rückwärts, sodass der Anhänger richtig positioniert ist. Okay, dafür gehen wir natürlich lieber in die andere Perspektive. Ach Gott, wir müssen nochmal komplett umdrehen. Aus dem Weg, Auto! Sorry. Ich versuche da hinten mal umzudrehen, um mir vielleicht gerade reinzufahren. Das wäre ganz praktisch. Kann man hier um... Nein, 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 nein. Umdrehen? Gott, ich reiße ja alles um mich rum ab. So entspannt ist es dann doch wieder nicht. Aus dem Weg, Baum. Brauch deine Hilfe. Nur dieses eine Mal. Ja. Schön rauszoomen. Oh, das reicht auch schon. Anhänger lösen. Ja. War das überhaupt gewollt? Huh? Verstehe ich nicht so ganz. Hä? Motor abstellen? Verstehe es nicht. Gerade stand da doch, dass ich das machen könnte. Ah, da! Anhänger lösen. Fahre vom Anhänger weg. Ja! Anhänger erfolgreich transportiert. Oh. Warum muss ich mich hier so genau hinstellen, um die Challenge abzuschließen? Okay. Das Monstrum. Du hast die Challenge abgeschlossen. 14 Minuten. Wow. Verbrauchter Kraftstoff 27 Liter. Zurückgelegte Distanz 1,6 Kilometer. Das kam mir nicht so lang vor. Die Bonusziele habe ich überhaupt nicht geschafft, weil ich kacke bin. Oh Mann. Okay, Leute, das war's mit diesem kleinen Mudrunner-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und vielleicht auch über Feedback in die Kommentare, ob ich das doch vielleicht mal einen Livestream machen soll. Weil irgendwie haben mir die letzten zwei Livestreams ja auch Spaß gemacht. Und ich brauche mehr Content für Livestreams, Leute. Was soll ich denn sonst machen außer Destiny? Und Vollgas guckt leider keiner mehr. Und ja, Leute, die Inaktivität tut mir leid. Ich weiß nicht, ob da wieder jetzt irgendwie, ob ich jetzt wieder irgendwie aktiv werde. Ich habe es auf jeden Fall vor und ich möchte es auch, aber ich weiß halt einfach nicht, was ich machen möchte. Weil diese ständige random Sachen machen, macht mir nicht mehr wirklich so viel Spaß. Irgendwie brauche ich jetzt langsam mal Content, der mich wirklich erfüllt. Wie, oder wie ich sagen soll, keine Ahnung. Aber ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder in 6 Monaten. Tschüss.